So, hi, da wären wir auch schon wieder mit Final Fantasy V, dem mittlerweile 23. Part. Und im letzten Part sind wir durch diese wunderschöne Ronka-Ruinen geirrt. Haben sie jetzt soweit gesehen und wollen uns mal auf den Weg zum Bossfight machen. Auf den Weg ist da, glaube ich, tatsächlich eine ganz gute Beschreibung, weil wir sind aus Versehen im letzten Part den richtigen Weg gegangen. Und was meine ich damit, aus Versehen den richtigen Weg gegangen? Wir haben nicht alle Schätze und alle möglichen Wege hier abgegrast. Deswegen habe ich noch ein bisschen mehr die Gegend hier erkundet. Um es mal so zu sagen. Oh, verdammt. Ich habe vergessen, dass ich den Heilstab ausgerüstet habe. Ah, naja. Wir haben aus Versehen die Gegend hier erkundet. Wir haben aus Versehen den richtigen Weg gegangen und konnten nicht alle Gänge abgehen. Oh, obtained 100.000 Gil. Yay. Aber natürlich wollen wir hier alle Schätze mitnehmen. Und sind deswegen nochmal zurück. Und dann wieder weiter, um dann wirklich alles zu bekommen. Und gerade sind wir auf dem Weg wieder Richtung Bossfight, von dem wir letztes Mal eine Art Teaser bekommen haben. Also wir haben ungefähr gesehen, was da so grob abgehen könnte, weil wir es auf der, weil wir halt schon auf dem richtigen, oh, jetzt heile ich die ganze Zeit, das darf nicht wahr sein. Ich muss mich daran erinnern, dass ich diesen verdammten Heilstab ausgerüstet habe. Ich meine, die Charaktere, das sollen ja Heilsbringer sein, aber nicht auf die Art und Weise. Warte, Frosch war Schwarzmagie. Ja, war es, okay. Ja, und wir wollen jetzt sehen, was sich da noch alles so Schönes ergibt. Dementsprechend könnt ihr damit rechnen, dass der Anfang des Parts jetzt einfach nur daraus besteht, dass wir zurückrennen. Zu dem Ort, wo wir... Oh, jetzt machst du eine Schallwelle. Wieso machst du eine Schallwelle? Ja, dass wir einfach nur zurückrennen. So wieder zum Ende des Dungeons, nachdem wir im letzten Part schon einmal hin und zurück gerannt sind. Ich meine, das heißt, der Anfang wird jetzt nicht so... Ich muss mich wirklich konzentrieren. Dass ich die Gegner nicht ständig heile. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, der Anfang wird deswegen jetzt nicht so mega interessant. Aber das kann man sich ja mit ein bisschen netten Gespräch hier... nur wir unter uns und die gesamten anderen Zuschauer natürlich, können wir uns das dann zu Gemüte führen. Auf jeden Fall, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Bartz im letzten Part, Bartz und Nena haben jeweils Geomant und Barde gemeistert. Das ist, denke ich mal, auch recht relevant. Ja, diese Szene hier links haben wir gesehen, was auch immer damit auf sich hat. Meine Vermutung ist, dass das eine König Tycoon ist, der gegen irgendwas kämpft, aber das werden wir dann früher oder später sehen. Ach, come on. Kann man schon mal erledigen, die gute Lamia. Und jetzt werden wir nicht in dieses total blöd gelegene Loch reinrennen, habe ich gehört. Soll ganz praktisch sein. Und ja, dementsprechend werden jetzt ihre anderen Klassen, die sie vorher schon hatten, bei Lena und Bartz ein bisschen geskillt. Und ich glaube, Faris hatte im letzten Part auch noch ein Job-Level-Up, wo Faris jetzt als Jäger absurd viele FP braucht. Weil ihr erinnert euch daran, wie lange wir schon Galuf als Berserker haben und er hat jetzt erst 233 FP. Da kann man sich dann grob vorstellen, wie das sein wird, wenn
wenn Faris jetzt den Jäger noch so weit skillt. Das wird nämlich nicht schneller, weil pro Kampf bekommen wir ja nur 1 bis 3 FP. Aber hey, dafür wird es eine umso schönere Überraschung, wenn sie es dann tatsächlich so weit hinbekommen. So, jetzt haben wir schon den zweiten Checkpoint erreicht. Das ist sehr gut und ich werde dann, glaube ich, auch jetzt Barts Klasse noch mal anpassen. Obwohl, nee, ich passe, glaube ich, tatsächlich nur die Fähigkeit an. Obwohl, nee, ich passe Barts Klasse an. Also Beruf, aber ich nenne es halt Klasse, weil ich finde den Namen einfach klasse. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir Zeitmagie mit oder Gaia? Ich nehme Zeitmagie mit, weil Zeitmagie eigentlich immer useful ist. In dem Sinne, dass Gaia, wenn der Gegner gegen den Schadenstyp immun ist oder ihn das sogar heilt, können wir Gaia straight up nicht nutzen. Und dann bekommt Lena Singen. Nimmt sie mit. Die anderen beiden bleiben so. Das heißt, wir werden jetzt hier noch einmal unser schönes Zelt aufschlagen. Denn das ist alles, was zählt. Und speichern. Und uns dann Richtung Bossfight begeben. Ich muss sagen, hier durch den Dungeon zu rennen, ging jetzt doch schneller, als ich gedacht habe. Ich hatte so die Befürchtung, dass das so 10 Minuten plus dauern wird. Aber das war zum Glück nicht der Fall. Komm, beschwören wir einmal Shiva. Das macht sie schon, wa? Ja, den musste ich bringen und es tut mir weniger leid, als es sollte. Nein! Mir ist in dem Moment nochmal eingefallen, dass das eine dumme Idee ist, was ich da gerade mache. Aber dann war es zu spät. So, da heile ich lieber Lena nochmal ein bisschen hoch. Die da teilweise ja auch wegen meiner Dummheit den Treffer kassiert hat. Und generell will ich halt ein bisschen MP sparen, deswegen haue ich meine Mitstreiter, um sie zu heilen. Weil das ist halt dann doch recht sinnvoll in dem Moment. Dann haben wir die MP mehr für den Bossfight und wir wissen ja nicht, wie viel MP wir da brauchen. Und das ist dann sehr, und das ist dann wunderbar sparsam auf die Art und Weise. Aber komm, hier Gravitas reinzuhauen ist, glaube ich, trotzdem worth it. Ja, genau deswegen. Die Hälfte der HP von einem Charakter einfach abzuziehen, ist halt schon sehr stark. Können meine Leute mal treffen? Danke, Garlof. Auf den ist da wenigstens noch Verlass zu treffen, im Gegensatz zu den anderen. Ah ne, hier waren nur Schätze. Das heißt, der richtige Weg war dann hier runter. Das war die einzige Stelle, wo ich mir nicht mehr sicher war, wo der richtige Weg lang geht. Aber ich glaube, hier ist MP sparen. Obwohl, nein, wisst ihr was? Ich heile einfach, wer jetzt auch immer davon am meisten Damage bekommt. Ich heile Garlof. Das ist ja dann doch ganz sinnvoll, I guess. Aber Garlof ist so langsam. Ich meine, er macht zwar Damage wie ein Truck, aber ist so langsam. Oh, dieses Level-Up kann so in der Theorie ganz schön gut werden. So, und hier runter geht dann sehr, sehr wahrscheinlich die Story weiter. Ja komm, einmal Shiva hier können wir auch noch beschwören. Die MP sieht jetzt so furchtbar aus, dadurch, dass Barts und dass Lena beim Level-Up natürlich mehr maximale MP bekommen hat. Davon sollte man sich dann aber an der Stelle vielleicht nicht ganz trügen lassen.
So, Barz heilt mal wieder unsere Kumpanen, indem er auf sie draufhaut. Kann er sich eigentlich so auch selbst heilen? Ist das, was ich mich gerade frage? Ja, er kann sich selbst schlagen. Und es ist sehr effektiv, okay. Mit einem Heilerstab kann jeder ein Way of Mercy Monk werden. Für die D&D-Spielenden, die hier zuschauen. Eventuell sollte ich die Truppe nochmal kurz heilen. Und am besten mache ich das mit Potions, weil die kosten keine MP. Die kosten nur Geld und wer braucht schon Geld? Ist das, was ich gerne im Real Life behaupten würde. Aber naja, ist das König Tycoon hier? Vater! Der ist vermaledeite Denken blockiert den Weg. Vater. Ruhe, wir haben jetzt keine Zeit zu reden. Diese Kreatur ist der Wächter dieser Ruinen. Sie kann den Schwachpunkt nach Belieben wechseln. Ringen Sie nieder, schnell! Okay. Wachpunkt nach Belieben wechseln. So. Werden wir erstmal ein Kraftchoral auf alle singen. Finden wir heraus, was die momentane Schwäche denn so ist. Oh. Anfällig für Wind. Blindet. Oh. Gerade anfällig für Wind. Ich glaube, das wird sich aber jetzt sehr schnell ändern. Ja, spätestens jetzt. Jetzt wird sich das wahrscheinlich ändern, oder? Bin mir eigentlich recht sicher. Machen wir mal Hast. Oh, nein, wir machen keine Hast. Wir heilen unsere Truppe lieber. Ich war gerade so, ja, Hast auf Fares vielleicht, weil Fares relativ gut mit ihren elementaren Waffen arbeiten kann. Halt mit den elementaren Bögen. Analysieren wir jetzt nochmal. Was ist deine aktuelle Schwäche? Keine Schwachpunkte momentan. Okay. Doch es gibt einen sehr großen Schwachpunkt und der heißt Galuf. Das heißt, mit ihr mache ich am besten einfach den Chocobo-Tritt, weil das immer neutralen physischen Damage macht, I guess. Ich meine, ja, es war Damage, aber irgendwie war es das im Endeffekt gar nicht mal so wert. Galuf, mach weiter Galuf-Dinge. Hat auch sonst jetzt gut funktioniert, also hau einfach drauf, Galuf, ist schon okay. Oh, schon vorbei, okay, der Bossfight war chillig. Wir haben praktisch kaum Ressourcen ausgegeben, aber hey, ich nehm's. Oh, doch noch da. Der Arcaio Avis ist wiedererlebt. Oh. Was für eine Kraft, diese Energie. Das ist also die wahre Kraft der Kristalle. Hilfe? Sollte ich Angst haben? Sehr wahrscheinlich sollte ich Angst haben. Ah, wir haben noch alle Regener drauf. Okay. Was sagt eigentlich jetzt die gute Analyse? Stufe 20, 2500, keine Schwachpunkte. Und er blindet. Ist er blindet irgendwie der Grundzustand von diesem Ding? Komm, jetzt aber. Jetzt bist du aber wirklich down, oder? Nice, wir haben sogar einen Heldencocktail bekommen. Alles klar. Gut gemacht, sehr gut. Wahahaha. Das ist nicht König Tycoon anscheinend, oder? Vater! Vater! Der Erdkristall müsste direkt vor uns liegen. Das war nicht ihr Vater. Ich fand das sowieso fishy, dass der einfach da rumstand. Vater! Vater! Das sieht gar nicht gut aus, er muss unter der Kontrolle von jemandem stehen.
Was war das für eine merkwürdige Animation? Bart, stopp! Kommt nicht mal auf den Gedanken. Geh zur Seite! Alle vier versammelt auf einem Haufen. Das macht es leichter, euch auf einen Schlag zu vernichten. Noch ein Meteorit. Okay. Also tendenziell noch einer von Gallows Leuten? Fragezeichen? Oh. Das ist doch Gallows Enkelin. Opa! Opa, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Und Tschüss, Fragezeichen. Grille, du bist... Grille. Gallows Erinnerungen sind zurückgekehrt. Yay! Da freut sich auch Grille drüber. Opa, hab dich so vermisst. Vater! Vater! Keine Sorge. Ich habe ihm nur einen klitzekleinen Blitz verpasst. Es geht ihm gut. Wo bin ich? Lena? Sarissa? Sarissa? Bist du das? Sarissa, bist das tatsächlich? Ich kann es nicht glauben. Du bist am Leben. Vater. Oh. Oh no. Dabei schien der Kristall doch gerade sicher. Was ist denn los? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist sehr unschön gerade. Wir waren doch jetzt alle wieder glücklich vereint. Und somit ist das Siegel für den mächtigen Magier Exter gebrochen. Man hat erwartet, dass das passiert, aber das war unschön. Exter. Garno. Schön, dich wiederzusehen. Ahahaha. Kristalle, gehorcht meiner Magie. Verleiht mir eure Kraft. Vernichtet dieses Ungeziefer. Du glaubst doch nicht, dass wir tatenlos zusehen und dich gewähren lassen. Harz! Die Kristalle sind nun zerstört. Als nächstes folgt deine Welt, Galo. Vater! Sarissa, Lena, Bartz und ihr, Krieger aus einer anderen Welt. Ich fürchte, eure Arbeit ist noch nicht getan. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Nichts die Welt verschlingt.
Licht der Erde. Erwache und fordere deine Existenz wieder von mir. Ein von mir. Absorbiert er jetzt die ganze Kraft, die die Kristalle von Extef aufgesogen haben? Pater! Zurück! Der Kristall muss geschützt werden. Es hat aufgehört. Sind die Kristallsplitter jetzt gereinigt? Aber was ist mit König Tycoon? Vater, halte durch! Du darfst nicht sterben! Sarisa, vergib mir. Ich war kaum für dich da. Nein, ich töne. Lena, Sarisa, bleib bei. Gebt euch gegenseitig Kraft. Bartz. Meine Zeit ist gekommen. Kümmere dich um sie. Warte, Vater, du darfst nicht. Verlass uns nicht. No. Ich, König. Das macht mich gerade auch ein bisschen emotional, die Szene, muss ich sagen. Sehr schön gemacht. Was sicher auch an dem großartigen Theme liegt. Wir bekommen neue Berufe. Aber zu welchem Preis? In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers, Samurai, Dragoon, Tänzer und Alchemist. Was ist denn jetzt los? Die Ruinen, sie stürzen in die Tiefe. Wir müssen hier raus, schnell, alle zum Luftschiff. Lena, komm. Das kennen wir doch irgendwoher. Aber diesmal müssen wir nicht manuell hier durchrennen. Aber diese Effekte sind echt nice gemacht, noch drinnelei. Festhalten, die Fahrt wird alles andere als sanft. Und dieser Abstoß ist auch alles andere als sanft. Aber was tun wir jetzt? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wir müssen irgendwie zurück in Galops Welt. Lena. Vater. Er ist weg. Nicht wahr? Galuf, was ist? Stimmt was nicht? Und ob? Wir müssen weiter. Und zwar sofort. Was ist denn los? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Extef ist ein böser Hexer aus meiner Welt. Vor 30 Jahren kam er hierher, um die Kristalle dieser Welt zu zerstören. Ich und drei andere, die Krieger der Morgendämmerung, haben ihn mit Hilfe der Kristalle verbannt. Seither war es ruhig und friedlich, und wir dachten, es würde so bleiben. Aber etwas Seltsames begann mit den Kristallen zu passieren. Als wir es bemerkten, kamen wir mit den Meteoriten hierher zurück.
Doch es war zu spät. Exter ist wieder frei, zurück in unserer Welt. Das ist passiert, weil wir zu viel Kristallenergie verbraucht haben, nicht? Nein. Wir waren diejenigen, die Exter überhaupt erst hier zurückgelassen haben. Wir hätten ihn zurück in unsere Welt schleifen sollen, so wie einer von uns es vorschlug. Auf vielen Seiten sehr viel... Reue. Sehr, sehr viel Reue. Ihr wollt also in eure eigene Welt zurückkehren? Ja, wir müssen Exdev erneut mit einem Bann belegen. Krillis Meteorit müssen noch genug Energie haben. Allerdings nur für einen weiteren Teleport. Bartz, Lena, Baris, danke euch für alles. Ich werde euch vermissen. Moment mal, nicht so eilig. Wir kommen mit euch mit. Nein, das werdet ihr nicht. Dies ist der letzte Meteorit. Wenn ihr uns begleiten würdet, würdet ihr nie mehr zurückkehren. Lebt wohl. Macht's gut. Galuf, Krille. Das kam etwas unerwartet. Können wir ihn wirklich nicht hinterher? Bartz. Ja? Wir denken da gerade über eine Sache nach. Aluf und Krille bekämpfen Exdev in dieser anderen Welt. Und wir wollen Vater rächen. Ja, und außerdem... Aluf, er ist... Er ist einer von uns. Bartz, wir wussten, dass du auch so denkst. Dann lasst uns gehen, Galufs Welt wartet. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen. Wie kommen wir dorthin? Die Meteoriten haben nicht genug Energie für die Transportfelder. Es würde mich doch sehr wundern, wenn Citta nicht irgendwas auf die Beine stellen kann. Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, so Cid wäre da eigentlich eine Option. Aber was der für uns vorschlägt zu machen. Das erfahren wir einerseits im nächsten Part. Andererseits werden wir dann natürlich auch nochmal den Beruf von Faris ändern. Einer der neuen Berufe wären vielleicht nicht schlecht. Tänzer ist vielleicht, passt irgendwie zu Faris, also ein Charakter von Faris. Aber das passt nicht in unsere aktuelle Teamzusammenstellung. Deswegen würde ich Faris tatsächlich wieder den Ninja nutzen lassen. Einfach für den zusätzlichen Damage Output. Was machen wir? Ich glaube, ich nehme einfach Chakra. Zwei Vollmondklingen, ja, das ist, denke ich, genug Damage. Dann ziehen wir Faris natürlich auch nach vorne in der Formation. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendeinen von den anderen beiden Alchemist als Rolle geben will. Hier gibt es sogar ein kleines Icon, wenn man irgendwas gemeistert hat. Das finde ich nett. Oh. Das ist interessant. Ja, machen wir Bartz mal als Alchemisten. Ich meine, warum nicht?
Oder wollen wir Lena lieber als Alchemisten? Wisst ihr was? Aktuell will ich, glaube ich, tatsächlich eher Lena als Alchemisten. Nimmst du Weißmagie und Gaia. Nimmst natürlich den Heilstab wieder an. Weil dann kann Lena auch ein bisschen mehr unsere anderen Leute buffen. Das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Dann bekommt sie Trinken und Schwarzmagie. Das klingt doch gut. Und ich lasse sie auch erstmal darauf. Aber ja, wie gesagt, wie diese Sache sich noch entwickeln wird und ob wir Garluf in seiner Welt, in Garlufs Welt vordringen können und ihm dort in seinem Kampf helfen können, das werden wir im nächsten Part sehen. Genauso wie Sid das alles auf die Beine stellen will. Wenn euch dieser gefallen hat, lasst gerne Like, Kommentar, Abo da. Glocke drücken soll auch helfen, habe ich gehört. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und viel Spaß, das, was hier passiert ist, zu verarbeiten. Das brauche ich auch. Also, bis dann. Ciao.